Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur. Letztes Mal haben wir krasse Sachen erfahren. Also zum einen haben wir gegen Eisenhand gekämpft zum ersten Mal. Haben unsere Verbindung zu unseren Begleitern verloren, weil die halt den anderen Pokémon hinterher sind. Aber das Wichtigste ist, wir haben ein künstliches Abbild für Turus getroffen. Beziehungsweise wir haben erfahren, dass den Futurus, den wir kennen, diese Maschine von Anfang an war, die von einer KI gesteuert wird. Denn der wahre Futurus, sprich der Vater von Pepper, ist kurz vor den Ereignissen von weiß ich gar nicht. Also, scheinbar zu dem Zeitpunkt, als die Miraidon einen Revierkampf hatten, ums Leben gekommen. Vielleicht auch schon früher. Auf jeden Fall ist der echte Futurus scheinbar tot. Das ist krass. Also, tatsächlich ist es ziemlich krass für ein Pokémon-Spiel. Im Plus von Na Schutz von Labor 0 habe ich ein System entwickelt, das den Öffnungsmechanismus von Pokébällen blockiert. Bei Aktivierung lassen sich nur noch Pokébälle mit einer bestimmten ID. Der Rest ist unleserlich. Ja. Ich glaube, ich darf später darauf hinauslaufen, dass wir unsere Pokémon nicht nutzen können und wir dann mit Miraidon kämpfen müssen. Hier ist ein Foto, auf dem man einen Jungen mit einem Mobtiff sieht. Die zwei scheinen sich gut zu verstehen. Wie man sieht das sogar. Oh. Nehmen wir einfach nur im Mobtiff, ne? Ja, einfach so ein Körbchen. Eine Kapsel voller Energie. Die besagte Energiekapsel, die man Dingens geben kann. Aber fehlt ja immer noch das Elektrofeld, oder nicht? Eine Kapsel voller Energie, gibt man sie einem Pokémon mit einer bestimmten Fähigkeit zum Tragen, passt sie dessen Kraft einen Schub. Per se ja ganz nett, aber gleichzeitig auch wieder so. Eine Fähigkeit und ein Item, die zusammen synergieren, machen ein ganzes Pokémon deutlich schwächer, weil es halt keine normalen Items mehr tragen kann. Deshalb, selbst wenn das zu einem Boost führt, gibt es ja Pokémon, die auch so einfach an einen Boost kommen. Seht ihr, worauf ich hinaus will? Also eigentlich ist das gar nicht so krass. Wir begeben uns nun nach unten. Steigt bitte ein. Erinnert euch noch dran, beziehungsweise. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt ausführen kann oder ob das jetzt ein dicker Dialog wird. Deswegen. Wieder. Okay. Kann ich kurz ausführen? Ich glaube, Mikadaki, hi.
Ja, verwenden ein Mate, hast der ebenso den Boost auslöst, dann ist es useless, ja, aber sonst Solo ist es super. Ah, schönen guten Morgen. Guten Morgen? Ja, stimmt, es ist schon ziemlich spät. Theoretisch ist es schon morgen. Das geht. Was ich gerade ausführen wollte, in Pokémon X und Y war es immer so, dass die Story von, ich glaube, Y oder von X keinen Sinn ergibt in Verbindung mit dem legendären Pokémon. Also, ergibt auch schon Sinn, aber die andere Story ergibt mehr Sinn. Weil die sich halt so ähneln, dadurch, dass es halt immer noch die gleichen Spiele sind, nur halt die andere Edition. In Alola ist es egal, in Galar ist es egal, aber ich glaube, in Paldea ergibt durch die ganze Storyline in Purpur mehr Sinn als in Karmesin. Ich meine, in der reinen Theorie, Antigua ist halt auch eine Professorin. Und da wird das Gleiche ja auch passiert sein. Sprich, Koraidon-Revierkampf, Antigua scheint dann auch ums Leben gekommen zu sein, müsste dann ja auch eine KI und alles erschaffen haben. Wobei das halt alles futuristischer klingt. Also so eine Professorin, die sich eher so an Vergangenheit klemmt, da ergibt es halt weniger Sinn. Einem Futurus traut man halt viel mehr zu, dass er sich halt um so futuristische Sachen wie einen KI-gesteuerten Roboter kümmert, als bei Antigua. Aber ja. So, deswegen. Ich würde sagen, da ist Purpur tatsächlich stimmiger in dieser Generation. Aber ist ja eigentlich am Ende egal. Die Story hat man nur einmal und danach hat man die Pokémon und dementsprechend ist die Edition der Damon dann halt Pokémon-technisch besser. So. Es ist eine große Erleichterung für mich, dass du gekommen bist, Beijing. Ich werde all deine Fragen beantworten. Was möchtest du wissen? Ja, alles. Wie bereits gesagt, mein Original existiert nicht mehr. Der Körper des Professors wurde bei dem Unfall in der Observationsstation beschädigt, war nicht länger in der Lage, lebensnotwendige Funktionen aufrechtzuerhalten. Diese Tatsache wird für seinen Sohn Pepper sicherlich nicht leicht zu akzeptieren sein. Anstelle meines Originals bin nun ich für die Leitung und Instandhaltung des Labors null zuständig. Also, ich weiß, was eine KI ist, aber ich würde gerne mal den Text von Futurus natürlich erfahren. Eine KI ist eine von Menschen geschaffene künstliche Intelligenz. Meine Gedanken sowie Handlungen werden basierend auf dem Wissen und den Erinnerungen meines Originals berechnet. Also top-down. Diese Berechnungen sind es. Nee, Quatsch. Nicht top-down, theoretisch eine Kopie. Aber bottom-up ist es auch nicht wirklich. Das soll ja tatsächlich eine Kopie. Diese Berechnungen sind es, was diesen mechanischen Körper, der dem Professor nachgebildet wurde, steuert. Der derzeitige Stand der Wissenschaft erlaubt es der Menschheit eigentlich noch nicht, eine solch fortgeschrittene KI-Technologie zu schaffen. Doch die Kristalle hier im Labor ermöglichen es. Das bedeutet allerdings, dass ich diese Einrichtung nicht verlassen kann. Möchtest du noch etwas wissen? Ja. Die Zeitmaschine ist ein Gerät, an dem mein Original und ich gemeinsam gearbeitet haben. Mit ihr ist es möglich, Pokébälle in ein anderes Zeitalter zu schicken, um dort Pokémon zu fangen und sie in die Gegenwart zu transportieren. Was? Ach so, okay. Professor Futurus war zu Lebzeiten stets von Pokémon aus anderen Zeitaltern fasziniert. Insbesondere von Pokémon aus der Zukunft. Auch jetzt ist die Zeitmaschine noch aktiv und holt weiter automatisch Pokémon aus der Zukunft zu uns in die Gegenwart. Möchtest du noch etwas anderes fragen? Mein Original träumte von einer Welt, in der Pokémon aus der Zukunft und Pokémon aus der Gegenwart im Einklang leben. Doch die unbekannte, hochentwickelte Kraft, die diesen Wesen aus der fernen Zukunft innewohnt, ist zu gewaltig, um unkontrolliert zu bleiben. Ihre bloße Existenz hier zerstört die Ökosysteme der Gegenwart. Die Haltung meines Originals dazu war, dass auch das der Lauf der Natur sei. Ja, genau. Fürs Erste hält die Barriere um Zone 0 die Pokémon aus der Zukunft in Schach
lässt sie nicht in den Rest Paldeas vordringen. Also fast nicht. Aber nun sind Pokémon wie Eisenrad erschienen, die imstande sind, die Barriere zu durchbrechen. Die Mauern von Zone 0 werden nicht ewig halten. Früher oder später werden die Pokémon ausbrechen und in Paldea einfallen. Und das würde die Vernichtung von unzähligen Habitaten und Ökosystemen nach sich ziehen. Ich mag zwar nur ein Abbild meines Originals geschaffen, mag zwar nur als ein Abbild meines Originals geschaffen worden zu sein. Doch ich halte es für unlogisch, eine solche Tragödie einfach geschehen zu lassen. Um all das zu verhindern, ist es allerdings nötig, die fortgeschrittene KI zu bezwingen. Welche der Professor, die fortschrittlichste KI zu bezwingen, welche der Professor je entwickelt hat. Rachel, ich weiß, wie stark du bist. Bitte setze deine Kraft ein, um den Traum des Professors zu zerstören. Ich danke dir. Wir sind im untersten Stockwerk angekommen. Schau nur, das ist sie. Das ist die Zeitmaschine, die wir mit der Energie der Terra-Kristallisierung perfektioniert haben. Um die Zeitmaschine zu deaktivieren, benötigst du das Purpurbuch, in das die ID des Professors eingebunden ist. Es sieht ihm ähnlich, diesen letzten Schlüssel in das Buch zu integrieren, das ihm schon seit seiner Kindheit so viel bedeutete. Wenn du das Purpurbuch auf dem Sockel platzierst, kannst du also. Okay. Also nichts verraten, aber ich halte jetzt mal meine Theorie. Ein Denkfehler existiert noch, beziehungsweise eine Sache ist noch unklar. Das Purpurbuch existiert seit der Kindheit von Futurus. Schließlich sind davon Expeditionen von vor über 80 Jahren die Rede. So. Wenn Futurus die Zeitmaschine entwickelt hat, warum stehen im Purpurbuch schon Pokémon wie Eisenrad? Ja, gibt noch keinen ganzen. Also, nach aktuellem Stand ergibt das noch keinen Sinn. Also, ich glaube, da wird noch was aufgelöst. Wenn du das Purpurbuch auf den Sockel platzierst, kannst du also die Zeitmaschine anhalten. Allerdings gibt es da ein Problem. Sobald du versuchst, die Maschine abzuschalten, werde ich dich vermutlich angreifen. Da ich letztendlich eine KI bin, wird das Programm meinen Willen überschreiben. Alles klar. Dadurch werde ich zu nichts weiter als einem Kampfroboter, der nur dafür existiert, Eindringlinge zu beseitigen. Mein Kampfprogramm basiert auf analysierten Daten aller Kämpfe, die von den Champs Paldeas ausgetragen wurden. Eine praktisch unbesiegbare KI. Doch ich glaube daran, dass du durch die starken Bande zu deinen Pokémon siegreich sein wirst. Platziere das Purpurbuch auf dem Sockel, sobald du bereit für den Kampf bist. Ja, bin ich. Warum kann er seinen Arm nicht denn halten? Weil er wahrscheinlich auch die Eigenheiten von Futurus quasi mit übernommen hat. Und ja, das war also ein Tick von Futurus, denke ich mal. Original-ID von Professor Futurus erkannt. Notabschaltung der Zeitmaschine wird eingeleitet. Bitte warten. Bitte warten. Zugriff verweigert. Notabschaltung wurde abgebrochen. Zeitmaschine wird neu gestartet. Du weißt, was zu tun ist, Bajam. Futurus KI wird in Ruhemodus versetzt. Offensivprotokoll wird ausgeführt. Aufmerksamkeit ist echt cool. Bitte besiege mich.
Störende Elemente müssen entfernt werden. Mega. Die Futurus KI fordert dich heraus. Von da oben wird hier erhaben. Ach, guck mal, Eisenfalter. Da kommen sie, die anderen. Okay, mit Ramot lag ich auch richtig. Krasses Ding. Wer du bist, ist irrelevant. Jegliche Störenfriede werden beseitigt. So. Dann fangen wir mal an. Warum sind die alle schneller, verdammte Axt? Spüre die Macht der Zukunft. Überwältigend, findest du nicht? Es bleibt Feuer. Dein zweiter Tipp ist aber nicht Stahl. Was könnte das sein? Vielleicht einfach ganz regulär Feuerkäfer. Müssen ja nicht alle neue Typen haben. Nee, Feuerkäfer wird ja keinen Sinn ergeben. Schließlich ist Feuerresistent nicht sehr effektiv. Das ist, muss irgendwas sein, was halt mit Feuer selber nichts mehr zu tun hat. Feuerflug wahrscheinlich sogar. Noch nicht verraten. Das kommt. Das sieht man dann später im Pokédex. Bei meinem Pokémon Eisenfalter kann ich mir Feuerflug auch gut vorstellen. Feuer-Elektro. Feuer-Elektro. Finally. Fun Fact, Feuer Elektro gab's vorher nicht. So eine Teamkombination, bei der man sich denkt, ja, doch, irgendwann wird's wahrscheinlich irgendwann da sein, aber nee. Es gab tatsächlich bislang kein Feuer Elektro Pokémon. Da lehne ich mich gerade weit aus dem Fenster, aber. Ich meine, das passt so. Also ich glaube, Feuer Elektro gab's vorher nicht. Oder? Nee, ich meine, die Tatsache hatte ich nur, habe ich irgendwo im Kopf vergraben. Sie. Eisendorn, jetzt bin ich gespannt. Meine Freunde. Oh, bitte sieh gut aus. Bitte sieh gut aus. Okay. Also es ist Mecha-Despota. Da kann man nicht leugnen. Aber es sieht halt tatsächlich einfach nur aus wie ein Despota-Roboter. Aber gut. Nee, doch, es sieht cool aus. Es sieht schon cool aus. Okay, Gestein Unlicht. Was wird überschrieben? Ich würde sagen, der Unlicht-Typ ist weg. Oder? Probier es mal im Loderlied. Es ist weiterhin echt nicht sehr effektiv. Also Gestein und ich könnte noch weiter übernommen worden sein. Eisenbündel. Eisenbündel ist Botogel. War Eiswasser. Immer so weiterhin schön durchziehen. Ups. Eisenhals ist Trikefalo, das ist Unlichtflug. Jetzt
Haben noch Eisenhand und noch was Neues. Das Eisenhand, das war Kampf Elektro. Ah, die Musik ist gut. Hä? Wie hat er das denn gemacht? Ach, Terrakristallisierung. Ich bin ja noch ein Feuer-Pokémon. Vergesse ich immer. Eisenkrieger. Alles läuft nach meinen Berechnungen. Deine Chance auf einen Sieg liegt bei null. Ja, nachdem ich gerade alle deine Pokémon weggefetzt habe. Alter! Okay, ja, das ist tatsächlich die Kombination aus Gardevoir und Galagladi. Krass. Hä? Ich dachte, dafür braucht man ein Elektrofeld. Egal. Wie geil das aussieht mit der Klinge in der Hand. Okay. Ich kann es überlegen. Also ich würde wahrscheinlich so behaupten, das ist Vieh und Kampf, oder? Aber das Feuer komplett normal. Ach, der Energiebooster ist das Elektrofeld. Sehe. Nein, unmöglich. Hey Jim! Wenn du wen hast, der Elektrofeld spawnt, dann brauchst du den Booster nicht, sonst schon. Verstehe. Von der Fähigkeitenbeschreibung her klang es so, als bräuchte man beides, was halt sehr ineffizient ist, aber so ist es gar nicht mal so verkehrt. So. Ja, doch, dann ist die Fähigkeit so ganz okay. Was in aller Welt ist das? Und hast du alle starken Gegner gefunden und besiegt? Du. Wer oder was bist du? Vielen Dank. Die Zeitmaschine ist gestoppt. Und somit auch sein Traum. Papa! Nein, das kann nicht sein. Oh, du bist so erwachsen geworden. Ich bin stolz auf dich, mein. Entschuldige, dass du so lange alleine. Papa! Anomalien-Sicherheitssystem erkannt. Zeitmaschine ist in Gefahr. Oh nein, was passiert hier? Kommt jetzt etwa noch eine Armee aus Pokémon? Das kann nicht sein. Eine Funktionsstörung der Zeitmaschine wurde festgestellt. Der Paradiesschutzprotokoll wird ausgeführt, um die Störung zu beseitigen. Wie weit ist der Professor gegangen, um die Deaktivierung der Zeitmaschine zu stoppen? Alle Pokébälle, die nicht Professor Futurus ID aufweisen, deaktiviert. Was soll das heißen? Programm wird initialisiert. Verzeiht, Kinder. Es ist zu viel für euch.
Lauft! Futurus KI wurde überschrieben. Paradiesschutzprotokoll ist aktiviert. Immer diese Teaser, wenn man wirklich mal die Bücher und alles liest. Das war halt auch so abzusehen, dadurch, dass man das eine Buch gelesen hat. Alle Störungen werden eliminiert. Die Futurus KI fordert dich heraus. Das Paradiesschutzprotokoll fordert dich heraus. Geil. Hey, mein Pokéball geht nicht auf. So kann ich nicht kämpfen. Was zum... Irgendwelche Störungen blockieren unsere Pokébälle, Störwellen. Nicht mal mein Hacking hilft. So ein Mist. Hey, schämst du dich nicht, mit dem Altern, schummeln zu müssen? Drohnenmotor. Elektrodrache. Ah. Okay. Auf Elektro bin ich gar nicht gekommen, aber es gibt da voll Sinn. Das Pokémon erzeugt bei Kampfantritt ein Elektrofeld. Wenn ein Elektrofeld aktiv ist, verstärkt ein futuristischer Motor seinen Spezialangriff. Ja, wenn er wechselt bei rasantem Tempo seine Form und trifft das Ziel mit einem futuristischen Elektroschlag. Ist die Attacke sehr effektiv, steigt ihre Stärke noch mehr. Na gut, die ist aktuell sehr non-effektiv. Willenkraft ist klar, Ausdauer ist klar. Terra-Ausbruch wird wahrscheinlich Drache. Ja, gut. Ja, die Strategie ist ja offensichtlich, ne? Aber wir haben aktuell keine Terra-Kristallisierung offen. Ergo. Juwelenkraft. Interessant, das gegnerische Pokémon hat sogar andere Attacken. Es hat seine Form an Kampfform angenommen. Los, du schaffst es, Miraidon. Du wirst in meinem Paradies dein Ende finden, ohne irgendetwas erreicht zu haben. Ob die Niederlage intended ist oder ob es irgendeine Strategie gibt. Ich dulde es nicht, dass du mein Paradies zerstörst. Alle Störungen werden eliminiert. Ja, hat er hier noch erhöht. Das ist doof. Ja, Verhöhner wirkt nichts. Das sieht gar nicht gut aus, Belgium. Lass sie nicht unterkriegen.
Bringt mir ja nichts, ne? Blitztour bringt mir ja rein gar nichts. Ist halt vierfach resistet. Selbst mit Elektrofeld ist halt nicht gut. Der Ausbruch ist auch für den Arsch. Also von der Effektivität ist sie die gleiche. Mein Sieg ist unausweichlich. Deine Überreste werden als Fundament meines Traums dienen. Deine Überreste. Jetzt kriege ich auch einen Hubstrahl ab. Ist der Kampf irgendwie skriptet? Oder habe ich jetzt wirklich aus Glück mit einem Kaffee überstanden? Gut durchhalten, weiter so! Wenn das jemand schafft, dann du, garantiert! Dann kann ich Items einsetzen? Ja. Gibt's doch nicht. Wenn das so weitergeht, schaffen wir das nie. Nur weil ich in dieser Runde keinen Schaden gemacht habe. Hey, bilde ich mir das nur ein oder leuchtet der Terra-Kristall ab von Bajem? Bajem, Miraidon, setz die Terra-Kristallisierung ein und mach ihn fertig. Okay, man muss einfach nur durchhalten und dann geht's los. Da-di-da-da-di-da. Du besiegst das Paradiesprotokoll. Du hast es geschafft. Ist alles wieder unter Kontrolle? Das war fantastisch. Einfach fantastisch. Wer hätte gedacht, dass ihr sogar den letzten Schutzmechanismus... Mann! Den letzten Schutzmaßnahmen meines Originals trotzen würdet. Bist du wieder normal? Ja. Dafür zuckst du noch ein bisschen, ne? Dieses Ergebnis hätte nicht einmal die ausgefeilteste KI vorhersagen können. Aber ihr habt euch selbst im Angesicht der Verzweiflung nicht beirren lassen. Ihr habt den Mut, fest an eure Freunde zu glauben und die Kraft, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Egal, welche Schicksalsschläge die Zukunft für euch bereithält. Den Pfad, den ihr eingeschlagen habt, werdet ihr erhobenen Hauptes bestreiten können. Dessen bin ich mir sicher. Danke, Bajem. Ich danke euch allen, Kinder. Jedoch ist mir nun klar geworden, dass die Zeitmaschine nicht angehalten werden kann, solange ich hier bin. Offenbar bin ich ein integraler Bestandteil des Betriebssystems, der sie immer neu startet. Immer wieder neu startet. Was soll das jetzt heißen? Es tut mir leid. Euer Abenteuer von hier aus zu verfolgen hat mich sehr bewegt. Ja, eure Freiheit, darum habe ich euch zutiefst beneidet. Wie ihr als Freunde eng zusammengehalten und euch umeinander gekümmert habt. Wie ihr aus reiner Entschlossenheit, stärker zu werden, in jedem Kampf alles gegeben habt. Wie ihr euch selbst den größten Feinden gestellt habt, um die zu beschützen, die euch wichtig sind. Wenn ihr unermüdlich nach eurem ganz eigenen Schatz gesucht und dafür gekämpft habt. Ja, und wie ihr auf diesen Schwingen durch die Lüfte gesegelt seid. Ich wünschte, ich könnte frei sein wie ihr und mich ungebunden auf die Suche nach meinem ganz eigenen Schatz begeben. Ein Schatz? Ich bin ein Teil des Betriebssystems der Zeitmaschine. Das heißt, solange ich hier bin,
lässt sie sich nicht deaktivieren. Deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich werde mit Hilfe der Zeitmaschine in die Zukunft reisen, von der ich zu lange geträumt habe. Was? Nein! Doch nicht jetzt, wo ihr euch gerade erst wiedergefunden habt. Es geht mir nicht nur darum, die Zeitmaschine zu stoppen. Ich sehne mich tatsächlich auch danach, diese ferne Zukunft mit eigenen Augen zu sehen. Dieses Gefühl tief in mir, dieses Kribbeln, ist das der Ruf des Abenteuers? Peppa, es tut mir leid, dass ich dir die Wahrheit so lange vorenthalten habe. Da mir auch die Gefühle meines Originals innewohnen, weiß ich genau, wie sehr dich dein Vater geliebt hat. Du kannst doch nicht. Was habe ich davon, sowas jetzt zu hören? Du hast recht, entschuldige. Peppa, Miraidon, Bajim, ich fürchte, jetzt heißt es Abschied nehmen. Papa! Leb wohl, meine freien Abenteurer. Und viel Glück auf euren Reisen. Er ist weg. Papa. Peppa, wie fühlst du dich? Irgendwie habe ich es schon gewusst. Auch wenn das Ding gerade nicht echt war. Als es meinen Namen mit seiner Stimme und seinem Gesicht gesagt hat. Ich meine, die Gefühle waren trotzdem echt. Irgendwie bin ich... Sorry, ich kann gerade nicht. Schon klar, ist okay. Miraidon, du bist auch traurig, was? Aber wow, das ist also deine Kampfform. Die ist ja sowas von stark, der Wahnsinn. Komm in dieser riesigen Form bloß nicht zum Kuscheln an. Da wird man ja sonst zerquetscht. Ja, sieht so aus, als hätten Bajim und Miraidon mal eben so ganz Paldea gerettet. Stimmt, vielen Dank, Bajim. Das war eine sagenhafte Leistung. War klar, dass du die Sache in den Griff kriegen würdest, Bajim. Peppa, der Professor ist zwar nicht mehr bei uns... Aber er erlebt jetzt bestimmt lauter spannende Abenteuer in der Zukunft. Ja, danke, Cosima. Gerne, und es tut mir leid. Was machen wir jetzt, Bajim? Ganz mein Gedanke. Es wird Zeit, dass wir alle nach Hause gehen. Kommen Sie? Na? Ist es soweit? Oder schmiert das Spiel jetzt ab und ich muss alles nochmal machen? Ich hab Angst. Hör auf zu laden. Oh Gott sei Dank.
Oh, Leute, ich habe die Idee. Die wäre, wo wir schon mal hier sind, können wir uns den Heimweg doch auch durch ein paar Abstecher, ja, glaube ich, klingt gut. Zuallererst sollten wir uns ordentlich mit Snacks eindecken. Hey, Bajim, du kannst doch nicht... Ja, na gut, von mir aus, ich komme ja schon. Hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass das das Credit Sound ist. Scheiße, ich muss labern. Ich kann nicht scheiße. Ich darf jetzt nicht laufen lassen. Och nö. Okay. Okay, okay. Copyright. Nicht quatschen. Quatschen jetzt. Och nö. Och Mann, ich würde es jetzt gerne laufen lassen. Scheiße. Oder wie machen die das? Wisst ihr gerade, würde ich keine Mütze tragen, ne? Würde ich keine Mütze tragen, hätte ich, glaube ich, gerade gesehen, wie meine Haare einen halben Zentimeter noch höher gestiegen wären durch die Gänsehaut. Alter. Wie geil war das Ende? Och Mann. Ich muss den scheiß Spiel muten jetzt. Och, das ist doch voll doof. Tut mir leid. Ah, Mann. Stellt euch vor, macht Celestial auf YouTube an und lasst das nebenbei laufen. Ich kann es halt nicht riskieren. Tut mir leid. Ach, guck doch mal, wie cool das ist. Jede Stadt hat ihr eigenes Logo. Ah, geil. Ja, was soll ich sagen? Hammer. Also, die Story von diesem Spiel, allein Team Star, dieses Endgame, die Verbindung, Nemila ist fantastisch. Nemila ist ein grandioser Rivale. Macht super viel Spaß, ihr Charakter ist super. Pepper ist toll. Am Anfang noch ein bisschen widerspenstig, aber wird halt durch die Zeit, ne? Cosima, schüchtern, taut auf, weil wir immer mehr mit ihr machen. Und am Ende ist es halt eine richtige Truppe. Die Dynamik ist super. Also nicht unnatürlich. Es fühlt sich nicht unnatürlich an. Es fühlt sich richtig so perfekt an. Dieser kleine Arc jetzt gerade im Sturm von Paldea, wie wir halt nach und nach runtergegangen sind, alles erkundet haben. Wie wir diese Unterhaltung dazwischen. Einfach grandios. Und das Finale ist top. Klar, ihr müsst euch das vorstellen am Ende. Dieses Pepper, ne, hat seinen Vater gerade verloren. Und er ist natürlich logisch traurig. Niedergeschlagen. Und alle versuchen ihn aufzumuntern. Und die sind jetzt alle da in Paldea und haben... Oh, das ist toll. Es ist wirklich toll. Ehrlich, wenn ihr das jetzt guckt, macht Celestial im Hintergrund an. Es ist cool. Irgendwie ruckeln die Trails, oder? Sie laufen nicht ganz smooth durch. Egal. Okay, durch. Ja, was soll ich sagen? Also Postgame kommt jetzt natürlich noch. Die haben den Pokédex natürlich noch nicht vollständig. Das werden wir natürlich jetzt noch machen. Wie wir das anstellen, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt sagen, gleich wenn Ding jetzt vorbei ist, sowohl Stream als auch Folge vorbei. Und ja, ja.
Ich überlege mir was. Auf jeden Fall. Ending Theme Celestial. Es wird von vornherein angekündigt, dass das Ding im Spiel ist und es war eigentlich ziemlich klar, dass es kein Lied ist, aber es ist trotzdem cool, das zu hören. Supervisor Yunichi Masuda. Toshi Tajiri, Executive Producer, der Mann im Hintergrund. Vielen Dank, geschätzte Freunde. Richtig, Postgame, wir müssen noch die Schule fertig machen. Das kommt natürlich auch noch dazu. Oh, guckt euch das an. Habe ich safe gespeichert. Die folgenden Schüler werden in ihren um ihre Aufmerksamkeit gebeten. Rajim, Nemila, Pepper und Cosima. Bitte begebt euch zum Büro von Direktor Klavel. Ich habe mich versprochen, wollte witzigerweise die Versprecher jetzt nochmal wiederholen, um es lustiger zu machen, und habe den Versprecher versprochen. Das kann doch nicht passieren. Ich wiederhole, bitte begebt euch zum Büro von Direktor Klavel. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Und im nächsten Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mein Gott, das war nice. Also, das war wirklich nice. In anderen Projekten wäre jetzt natürlich vorbei. Wir ziehen natürlich noch voll durch. Und, oh, ich hab Bock. Ich hab wirklich Bock. Also, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und haut rein. Ups. Wollte ich nicht. Natürlich. Einmal passiert mir das. Und das muss natürlich in der finalen Folge sein. Aber klar. Haut rein. Tschüss.